Guten Morgen. Es ist ein wunderschöner, sonniger Herbstsonntag. Da muss ich natürlich unterwegs sein. Hinter mir liegt Gerolstein. Ich bin da einfach heute Morgen hingefahren. Ich habe mir gestern aus Radrouten, die es hier in der Gegend gibt, einfach mal einen Rundkurs zusammengebastelt und werde mal sehen, ob der schön ist. Leute, ein wunderschöner Tag. Die Nacht war frostig, halt eine klare Nacht. Heute Morgen war richtig weißer Frost auf den Wiesen. Aber das taut jetzt alles weg. Es wird zunehmend wärmer, wunderschön. Ist klasse. Ich fahre jetzt von Gerolstein erstmal Richtung Westen. Ich meine, dann komme ich auf den Eifel-Ardennen-Radweg. Leg mich jetzt nicht fest. Ich meine, so hätte ich das in Erinnerung. Und dann fahre ich nordwärts. Es wird also eine Runde nördlich von Gerolstein aus. Eifel-Ardennen-Radweg ist also schon mal richtig. Das kleine grüne Schild zeigt es an. Auf der ersten Hälfte der Route geht es ziemlich heftig rauf und runter, hier über die Eifelbucke. Einen ordentlichen Anstieg habe ich jetzt geschafft. Und ich schaue mal, dass ich gleich irgendwo an der Bank noch mal eine Pause mache. Kaum rede ich davon, dass ich eine Bank suche, um eine Pause zu machen, da kommt auch schon eine. Heute habe ich anscheinend ein bisschen Glück. Pause. Übrigens, ich habe ja kürzlich von der Fassi-Bottle so begeistert erzählt. Die Flasche, wo kein Unterdruck beim Trinken entsteht. Was ich ganz vergessen hatte, das Flaschenmaterial
ist übrigens auf Zuckerrohrbasis. Also deutlich umweltverträglicher als die klassischen Plastikflaschen. Das wollte ich noch erzählen zu der Fassi-Bottle. Ich fahre langsam, aber stetig steigend dem höchsten Punkt der Strecke entgegen. Ich stelle fest, heute gibt es deutlich mehr Wind, als ich eigentlich gedacht habe. Der Vorteil ist aber, ich fahre gleich in nördlicher Richtung. Der Wind kommt vom Süden. Dann hoffe ich mal auf Rückenwind. Aber zunächst mal geht's wieder bergunter, da muss ich wohl einiges an Höhenmetern nochmal erklimmen. Ich bin jetzt auf dem Prümmtalradweg angekommen, also entlang des Flüsschens Prüm. Und ich war hier schon mal. Sagt zumindest das Radwegzeichen, dass ich auf der Rheinland-Pfalz-Radroute bin. Ich erinnere mich an das Stück hier jetzt nicht, aber schön ist es hier. Ich glaube, ich kann mich doch erinnern, dass ich hier schon mal lang gefahren bin auf der Rheinland-Pfalz-Route. Ich meine, es sei morgens gewesen, entlang einer vielbefahrenen Bundesstraße. Die hört man wahrscheinlich im Hintergrund. Und ich glaube, ich war froh, dann irgendwo eine Raststätte gefunden zu haben, wo ich einen Kaffee trinken konnte damals. Aber die Strecke hier, die habe ich als holprig dann in Erinnerung. Ich fahre jetzt raus aus dem Ort Olzheim und da war dieser Rasthof, wo ich damals den Kaffee getrunken habe. Ich verlasse jetzt wohl auch die Bundesstraße, so wie es aussieht. Dann wird es wieder ruhiger hier in der Natur. Thank you.
Ich habe jetzt knapp über die Hälfte der Strecke. Und wenn ich das Profil richtig in Erinnerung habe, sollte das hier wirklich der Höhepunkt sein. Also der Gipfel. Hier ist eine Bank. Hier lege ich jetzt gleich meine Klamotten zum Trocknen aus, solange bis es mir kalt wird. Dann ziehe ich alles wieder an. Und dann dürfte meine Pause auch zu Ende sein. Und dann geht es weiter in Richtung Kühltal-Radweg. Den fahre ich dann zurück nach Gerolstein. Das war eine schöne Pause da oben. Zwar stürmisch und ein bisschen kühl, aber ich war doch recht verschwitzt nach dem Aufstieg. So konnte ich runterkommen. Meine Klamotten konnten durchtrocknen. Als ich die eben angezogen habe, war es direkt wieder schön warm. Ist alles richtig. Auf dem Weg in Richtung Stadt Kühl war der Prümtal-Radweg jetzt mal wieder stellenweise nicht asphaltiert, aber gut fahrbar. Es ist ein schönes, ruhiges Tal hier. Der Wind ist natürlich hier unten auch nicht mehr so stark wie oben auf der Höhe. Stadt Kühl, dann geht's hier gleich auf den Kühltal-Radweg. Das ist jetzt der Kühltal-Radweg. Hier ist das eine ehemalige Bahntrasse, lässt sich also wunderbar fahren. Dem muss ich eigentlich nur zurückfolgen bis nach Gerolstein, weil die Kühl fließt auch durch Gerolstein. Die Durchfahrt von Jünkerath, die zieht sich immer sehr lang und hat auch noch das ein oder andere an Höhenmetern zu bieten.
gesperrt. Dann fahre ich halt auf der Straße. Jetzt habe ich schon den normalen Radweg wieder. Das war nur eine Umleitung von ca. 2 Kilometern. Ich vermute mal, da war im Wald entweder eine Treibjagd oder es waren Bäume umgekippt. Das war jetzt Bohlsdorf. Von da aus bin ich schon manchmal nach Hillesheim raufgefahren. Aber diesmal geht es eben weiter an der Kühl lang Richtung Gerolstein. Die Sonne geht immer tiefer, aber es sind nur noch irgendwie 9 oder 10 Kilometer bis zurück nach Gerolstein. Also gar kein Problem. Das kann ich in Ruhe genießen. Bald müsste ich wieder in Gerolstein sein. Ich denke, da muss ich noch ein klein wenig durch die Stadt, bis ich wieder am Auto bin. Da bin ich wieder. Die Sonne geht gleich unter. Fast wieder haargenau. 72 Kilometer und eine super schöne Tour. Ganz viel Natur. Gerade jetzt im Herbst. Ganz toll. Die Höhenmeter, die summieren sich eher in der ersten Hälfte. Danach hier auf dem Kühltal-Radweg. Ganz entspannt dahin rollen. Ab und zu mal ein bisschen rauf und runter. Sehr schön. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.